Hallo da draußen und herzlich willkommen im Chaos vorm FM-Treffen. Ja, unser Büro, was auch immer wir hier gerade haben, sieht aus wie Sau. Leute, deshalb filmen wir auch so klein hier, weil ihr würdet uns sonst nicht erkennen zwischen all diesen Kartons, Amazon-Lieferungen. Ja, es geht heiß her gerade, weil wir haben noch ganz genau 8 Tage bis zum Eine FM-Treffen. Woche. Eine Woche. Heute in einer Woche. Einer geht's Woche los. Geht's los. Oh, krass. Ja. Nee, heute in einer Woche ist es. Ja, ist schon alles los. Ist schon los. Wir haben auf jeden Fall Bändchen, die sind gesichert. Es gibt grüne. Ja, dieses Jahr in grün. Grün ist die Hoffnung, also haben wir grüne Bändchen gemacht. Und wir sind hier am Rumwuseln die ganze Zeit, am Telefonieren, am Organisieren, weil wir haben noch nie ein freiheitsmobile Treffen auf 2-3 Wochen organisiert. 3 Wochen, also vor 3 Wochen haben wir jetzt losgelegt. Nee, vor ja, gut zwei, knapp 3 Wochen. Krass, ja. Ey Leute, was da alles an Arbeit auf uns zukommt, ist wirklich wieder krass. Ja, wir melden uns bei euch, um erstens mal ein Lebenszeichen von uns zu geben, weil eigentlich seid ihr ja noch immer voll in unseren Frankreich-Videos drin. Oh, Leute. Die haben wir jetzt kurz mal unterbrochen, aber am Sonntag kommt das letzte, glaube ich. Ne? Genau, am Sonntag kommt noch ein Video. Also wie ihr seht, wir sind hier voll im Stress und das FM-Treffen 2021, Leute. Wir machen wieder ein Treffen. Das wird mega. Also letztes Jahr... War es leider nichts mit Treffen. Dieses Jahr dürfen wir wieder. Wir geben wieder Vollgas. Ja, leider können wir dieses Jahr nicht so groß wie 2019. Es gibt noch immer ein paar Restriktionen, an die wir uns dann auch wieder halten müssen. Mhm. Das findet ihr natürlich alles auf der freiheitsmobil.com Seite. Guckt rein, wie ihr die Möglichkeiten habt, auf dem Treffen aufzuschlagen. Ja, genau. Und wir wollten euch aber mal einen kleinen Einblick geben, was es denn dieses Jahr alles so auf dem freiheitsmobile Treffen geben wird. Weil, wie gesagt, der Zeitplan ist sehr, sehr knapp jetzt und wir haben aber trotzdem ein tolles Programm für euch auf die Beine gestellt. Ja, ganz genau. Wer ist mit am Start? Come with us too. Ja, Louis und Steffi haben uns letztes Jahr ja mit einem Reisevortrag beglückt zum Thema Osteuropa. Voriges Jahr. Ach ja, ich darf ja gar nicht letztes Jahr sagen. Genau, 2019. Wir löschen dieses letzte Jahr einfach. Dieses Mal gibt Steffi eine Koch- und Backshow zum Besten. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ganz zum Thema von ihrem Vanlife-Cooking-Buch. Also seid gespannt, ich habe selbst keine Ahnung, was kommt. The Busbastler himself gibt Tipps und Tricks. Manuel macht einen Vortrag am Van und erzählt euch, was ihr so... Alles über euer Freiheitsmobil, Freiheitsmobil wissen solltet oder müsst und was die Busbastler Academy ist, für die, die es dann auch noch nicht wissen. Ja, und dann haben wir natürlich noch weitere Programmpunkte. Wir haben uns was einfallen lassen und zwar ein Camper-Flohmarkt. Mhm. Jeder von euch hat doch irgendeinen zu Hause rumliegen, was er nicht mehr braucht. Bringt einfach mit, vielleicht brauchen andere das Zeug, verkauft, verschenkt oder tauscht einfach. Wir geben an, Samstagnachmittags um 4, glaube ich, haben wir aufgeschrieben. Ja, auf jeden Fall treffen wir uns dann im Festzelt, weil das ist ja bestimmt groß genug für uns alle. Und dann hat jeder die Möglichkeit, sein Secondhand-Zeug mitzubringen und dort auszustellen. Wir gucken einfach mal, wie es sich überhaupt ergibt. Ja, weil wir haben auf jeden Fall selbst auch eine ganze Menge an Zeug, was wir einfach zu schade finden, um einfach wegzuschmeißen. Und dementsprechend werden wir selbst auch aktiv am Camper-Flohmarkt teilnehmen. Und ja, jeder, der Zeit und Lust hat und Kram hat, bringt ihn mit und ja, tauscht, verkauft, verschenkt, wie ihr mögt. Also es gibt keine Regeln. Die liebe Susi macht ein Soundbad. Ja. Und wenn ihr keine Ahnung habt, was das ist, dann lasst euch überraschen, weil Susi ist mittlerweile Inner Voice Sound Coach. Vielleicht kennt der ein oder andere die Susi noch aus unserem Helferteam von 2018 und 2019. Und die vorigen Jahre gab es immer Yoga zur Entspannung bei uns auf dem FM-Treffen. Dieses Jahr gibt es kein Yoga,
sondern ein Soundbad mit Susi. Schöne Klänge, also ihr werdet so gechillt noch nie in einen frühen Morgen gestartet sein, wie auf dem FM-Treffen dieses Jahr. Ich bin mir sicher, die Susi, die macht das wunderbar und wir werden alle sowas von entspannt sein. Und wenn wir dann auch gechillt sind, wir haben aber noch was Geiles. Wir haben eine Weinbar. Oh ja. Wir sind sehr, sehr froh und stolz. Ganz kurzfristig. So kurzfristig und endlich auch mal Landsleute als Aussteller auf dem FM-Treffen zu haben. Denn wir haben die Winery Jeff Konsbrück. Die werden von ihrem Weingut an der schönen Mosel sich rauf in den Norden Luxemburgs bewegen zu uns nach Weißwampach. Und die bringen eine ganze Bar mit, wo sie Cocktails auf Weinbasis uns servieren werden. Genau, wir haben uns ausgemacht, es gibt drei richtig geile Cocktails und die werden sie euch dann präsentieren. Also das wird richtig cool. Wir haben uns was richtig Schönes mit denen ausgedacht und ich denke, ihr werdet mindestens so begeistert sein wie wir. Was auch sehr, sehr cool ist, bei der Winery JK, so heißt sie offiziell, könnt ihr in Luxemburg sogar an der Mosel an ihrem Weingut mit dem Wohnmobil stehen. Ganz offiziell über die Ventzeit-EU-Seite. Aber dazu werden wir euch dann auf dem Freiheitsmobile-Treffen mehr berichten. Oder die beiden machen das am besten selbst. Das ist eine coole Kombi, ne? Wein und Van. Ja, Wein-Van. Vanery. Egal. Winzer-Van haben wir es getauft. Winzer-Van. Genau. Was haben wir noch? Du kannst auf dem FM-Treffen deine Marokko-Reise planen. Genau, da ist der... ich habe den Namen vergessen. Ich sag, es ist Andreas. Entschuldigung. Aber es ist alles so kurzfristig. der liebe Andreas, der hat bis jetzt immer Motorradreisen durch Marokko organisiert, geführt. Und der macht das Ganze dann demnächst jetzt auch mit Reisemobilen und wird das Ganze ein bisschen bei uns auf dem FM-Treffen vorstellen. Also der Lust hat, mal nach Marokko mit dem Reisemobil in so einem Konvoi zu fahren. Wir haben einen richtig geilen Ansprechpartner. Ja, wir lassen uns überraschen, was da alles kommt. Brandmalerei. Bella Byrne ist wieder vor Ort. Die hat dieses Jahr unsere... Gastgeschenke gemacht. Gastgeschenke, ja. Jeder kriegt von uns einen coolen Schlüsselanhänger. Ja, es gibt wieder Geschenke und die sind so schön geworden. Also ich muss dazu sagen, die sind halt handgebrannt oder wie sagt man das, mit einem Brennstempel. Demnach sieht jeder Schlüsselanhänger anders aus und das finde ich so toll. Mega. Es ist wirklich keiner wie der andere, also ganz individuell. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Sonst werdet ihr es auf dem FM-Treffen sehen. Also jeder Teilnehmer kriegt von uns wieder mal ein Gastgeschenk, so wie wir das auch immer machen auf dem FM-Treffen. Und das Geile daran ist, die Bella, die wird das ganze Wochenende zur Verfügung stehen an ihrem Van. Und dann könnt ihr euch nämlich euren Schlüsselanhänger, der ist nämlich hinten blank, könnt ihr euch den personalisieren. Ich rede mal mit der Bella. Vielleicht will die auch mal schlafen. Tascha sagt das ganze Wochenende, nicht, dass ihr nachts um 3 Uhr bei der klingelt. Nein, also das wird natürlich alles in normalen Zeiten stattfinden. Also so, wie die Bella dann auch Zeit hat. Aber finde ich eine sehr coole Sache. Hatten wir uns schon letztes Jahr mit der Bella überlegt, das zu machen. Leider ist dann alles ins Wasser gefallen. Aber demnach holen wir das dieses Jahr alles nach. Ja, und dann haben wir noch zwei auf dem Treffen, die sorgen für Ordnung im Van. Und das ist erstens Vantail und Sealand Pro. Ganz genau. Was machen die? Vantail macht coole Rigs, sag ich jetzt mal, das sind Organizer für den Van. Und Kennt ihr wahrscheinlich schon aus unseren zwei Freiheitsmobilen, wo wir die mittlerweile auch selbst mit drin führen. Ja, und Sealand Pro. Die machen Airline-Schienen. Für allerlei Zeug. Diese kleine Airline-Schienen für allerlei, mit Häkchen, mit Pipapo, um alles irgendwie geordnet im Van oder am Van zu fixieren. Mhm. Richtig coole Sache. Da könnt ihr euch auch noch Infos holen. Wie ihr seht, wir legen uns ins Zeug für dieses Jahr. Das FM-Treffen wird mega. Ja, und natürlich wäre das alles nicht möglich und ohne unsere Sponsoren, auch wenn es dieses Jahr sehr kurzfristig war, hatten wir das Glück, dass einige unserer Sponsoren vom letzten Jahr uns nicht haben hängen lassen und gesagt haben,
nimmt das Sponsoring einfach für das nächste FM-Treffen und demnach konnten wir jetzt halt noch so ein paar Sachen für euch umsetzen mit diesen Sponsorings. Und das ist in diesem Fall Vantail, wo wir Danke sagen. Park4Night natürlich ist wieder mit am Start. Und ganz neu jetzt auch Alpfilter. Ja, richtig cool, denn dieses Jahr gibt's gefiltertes Wasser bei uns auf dem Treffen. Ja. Also keiner braucht sich irgendwie Gedanken zu machen, dass das Wasser aus irgendeinem Gardena-Schlauch läuft. Nein, das ist gefiltertes, sauberes Wasser, was genau. Wir werden euch eine oder zwei Trinkwasserstellen einrichten und dort gibt's dann auch frisch gefiltertes Wasser, was ihr direkt vom Wasserhahn in euren Trinkflaschen, Wasserbehälter, was auch immer, zapfen könnt und auch komplett bedenkenlos dann trinken könnt. Genau, ich denke, wir haben jetzt genug gelabert. Also freut euch nächsten Sonntag auf das letzte Frankreich-Video, was kommen wird. Und wir sehen uns hoffentlich auf dem FM-Treffen. Ja, weil also, ein paar Tickets sind noch da. Ein paar Tickets haben wir noch. Ja, also ihr habt noch eine Woche Zeit. Macht euch dran, gebt Gas, weil 300 Plätze haben wir limitiert dieses Jahr und wenn sie weg sind, sind sie weg. Ja, seid dabei, es wird richtig cool. Lagerfeuer, Frühstückstafel und. Also Musik. Wird richtig cool. Also schaut einfach mal ins Programm auf freiheitsmobil.com. Wir sehen uns nächsten Freitag. Wir müssen weiterarbeiten. Tschüss.